Nochmal durch den Wald von Moor. Das ist doch der Winddrache, hört? Ein Winddrache. Wahrscheinlich verjagt durch ist das jetzt hier, Ju? Das ist hier, Ju. Das ist nicht der Winddrache von Krille. Lena! Weil er hat Lena gerettet. Lena, bist du in Ordnung? Komm schon, aufwachen, sag doch was. Das ist mein Körper. Lena? Was zum? 1000 Jahre warst du eingesperrt zwischen den Welten. Vorwärts, Melusine, kämpfe für mich. Wer? Ex-Death. Oh, wie er sich da bewegt. Alles, was weggeschlossen war zwischen den Welten, folgt nun meinen Willen. Lena, bitte hör auf. Lena. Ich hoffe, ihr genießt es, gleich die Hand eurer Gefährtin ausgelöscht zu werden. Ex-Death. Und jetzt seht zu, wie ich mich dieser Schildkrötenplage entledige. Oh nein, er wird doch nicht Guido töten. Oder jetzt, aber bitte nicht. Er zerstört einfach die Bibliothek. Oh! Die ganzen Menschen sterben. Alter! War schon sehr bald. Die Kraft des Nichts wird komplett mir gehören und die gesamte Welt wird mir zu Füßen liegen. Lena, stopp! Hiryu, was? Hiryu greift an und opfert sich dabei selbst. Der Dämon wurde aus Lenas Körper vertrieben. Wer bist denn du? Jetzt! Ohne Lena. Melusine. Meine Güte, was ist das für ein Sprite? Spike-Pfeil. Okay, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut, dass ich jetzt noch den Diamanten dabei habe. Als 3 finde ich nicht so toll. Scan. Level 29, 20.000 HP, anfällig für Feuer. Klingenmagie, Feuer 3. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Barrierewechsel. Gaia. Quell 3, auf alle. Ich glaube, jetzt mag sie Feuer, ne? Kann es sein. Weil es ist ja Barrierewechsel. Ja, fangen wir mal an. Ja, jetzt halt Feuer sie. Also jetzt mit Eis angreifen. Nee, Magie! Magie halt sie. Wie es scheint, oder? Verteidige dich mal. Weiß Magie. Quell 2 auf Krieger. Weiß Magie heilen. Auf Barts. Oh Gott.
Item. Heiltrank auf Paris. Ich hoffe, das reicht. Erstmal. Und dann mache ich mal. Oh Gott. Paris ist tot. Ich hau mal drauf. Das heilt sie wieder. Ich habe auch was in Gaia gemacht. Ich habe ja ein paar. Scheiß die Wand an. Jetzt wirklich auf Barz das Elixier gemacht. Willst du mich verarschen? Wer ist zuerst dran? Ohne Lena geht das, also ist das ein richtig schwerer Kampf, sonst würde ich einfach Golem machen, Feierabend. Würde ich sehr viel. Nee, Kacke. Ja, ja. Weißmagie. Ich mach mal einen Scan. Was sind deine Schwäche? Nix. Okay, ich heile sie damit. Das ist nicht gut. Wie kriege ich das denn von meinem Schwert jetzt wieder runter? Weiß mal, wie ich heile mal alle. Beführen finde ich jetzt nicht so toll. Gut. Level 33, 90.000, okay, geil, ja. Mach mal saugen, vielleicht hilft das ja irgendwie. Weiß mal, die Quelle 3. Geil, ja. Hoffentlich halt das sie nicht. Okay, das halt sie nicht. Gut, dann machen wir es so. Das habe ich leider nur auf ihn gemacht. Hau drauf. Hat das einen Grund, dass sie manchmal horizontal und manchmal vertikal hier durch die Gegend fliegt? Barrierewechsel. Geil. Ja. Ich verstehe noch nicht so ganz, was die Barriere hier so zu tun hat. Der Barrierewechsel. Weil ich glaube doch, der Sprite ändert sich nicht. Oh Gott. Aber irgendwas muss sich ja ändern. So, Spaß macht sie das bestimmt nicht. Ja, wahrscheinlich ist manchmal Magie, manchmal nicht Magie, also physische Angriffe stärker. Ich habe aber jetzt mal ein Quell 3 gemacht, ist mir egal. Auch wenn die nicht so angeschlagen sind. Ich glaube, jetzt ist wieder Magie, ne? Kann sein.
Ja. Aber das tut dir so richtig weh. Am Anfang war der Kopf ein bisschen kacke. Aber mittlerweile, also wenn du ihn verstehst, dann geht das alles. Eigentlich. Ja, jetzt Spike-Pfeil. Das ist gut. Lieber heilen, auch wenn wir relativ voll sind. Ist, glaube ich, besser. Viel dürft ihr sie ja nicht mehr haben, ne? Ich mach mal Schwarzmagie. Feuer. Ich glaube, das heilt sie, ne? Na, scheiß die Wand an. Wieso mache ich das? Aber ein Schlag vom Bart macht das schon wieder wett. Gut, meine Fresse, ich habe den Kampf zwar nicht richtig verstanden, aber gewonnen ist gewonnen. Lena. Bart, ich. Lena. Schwester. Kriele das Schloss wie die Dunkelheit. Wir wissen Bescheid. Versuch nicht zu sprechen. Ich glaube, sie sollte das nicht so schnell sagen, wie ich das gesagt habe. Lena hat sich der Gruppe angeschlossen. Kämpfen wir jetzt oder was ist hier los? Oder es geht einfach weiter. Ah, sie ist K.O. Ich habe ja jetzt sowieso nach Dingens gehen. Wir haben ein Dorf. Nach Moor, besser gesagt. Können wir ruhig sie auch wiederbeleben. Und dann geht das hier auch schon alles ein bisschen besser. Ja, Level 33 ist sie da. Die wird so hinterherhinken jetzt. War das den Entwicklern egal oder haben die das in Kauf genommen, dass das passieren wird? Ich meine, also das war sowieso mega unrealistisch, dass sie da gestorben ist. Das habe ich kein Deut geglaubt, um ehrlich zu sein. Dann schnell hier hin und ins Inn. Und wir gucken mal, ob wir irgendwie was Besseres für Lena mittlerweile haben. Weil ist ja einige Zeit vergangen und wir haben Sachen gefunden, also der könnte mittlerweile ja was bei sein. Rüstung Lena. Ja, mehr stärkere Magie. Ja, ich nehme lieber mal den Lichtstab. Goldnadel behalten wir. Lichtgrube, Geiergewand. Elfenmantel lassen wir auch. Mit dir reden. Ach, du bist der Äthermann. Ich dachte, der Rechte wäre der Äthermann. Äthermann. Ich lasse mal einen offen, falls wir welche finden können. Phönixfedern brauche ich aber ein paar. Sagen wir mal so 26, dass wir 30 haben. Dann nochmal 3 Goldnadeln. Fokus brauchen wir nicht, Hammer brauchen wir nicht, Augentropfen haben wir genug. Dann 3 Gegengift.
Eta, ich kaufe erstmal ein paar Hütten. Brauche Weihwasser? Nein. Hütten. Sagen wir mal, bis wir wieder 20 haben. Und Eta, wie viel könnte ich denn kaufen? Ja. Wir müssen ja sowieso nichts an Ausrüstung kaufen, deswegen lassen wir das erstmal. Dann gehen wir zum Schiff. Und dann, je nachdem, was da passiert, würde ich dann auch heute erstmal Schluss machen. Ich bin 2 Stunden 40 Minuten am Aufnehmen. Meine Güte. Und die größte Teil war ich in der scheiß Pyramide. Das nervt mich hart. Was war da nochmal die... Können wir da nochmal nachgucken. Ja doch, Scan war richtig. Was ist eure Schwäche? Blitz, ne? War das... Ne, Feuer. Da rufe ich mal Ifrit. Können wir ja mittlerweile wieder Beschwörungen rufen. Toll. Magaya. Ich glaube, der Rest kann jetzt einfach so angreifen, ne? Oder sind die, halten die so viel noch aus? Ich finde, kostet ja nicht so viel. 6 MP. Die Goldnadeln sind richtig, also die Goldhaarnadeln, die sind richtig, richtig gut. Ja, und ich mach mal kurz. Okay, Moment, ist ganz lustig und so. Und schon gemeistert. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Aber ich hätte gerne den Samurai. Ich hätte immer noch gerne die Geheimwege. Das Kotetsu, das, dann hätte ich gerne erstmal das Flammenschild. Dornkrone gerne nicht. Und ich muss mal kurz eine Pause machen. Läuft es? Ja. ich musste dringend auf Toilette. Befluchigen bitte nicht. Ja, und den Regenerationsring. Ist das nix. Ich weiß gar nicht, was der Fluchring macht, außer verfluchen. Und da weiß ich nicht mal, was das Verfluchte ist. Okay, da heile ich lieber mit einem Heiltrank, weil ich gehe jetzt nicht zurück für das bisschen KP von Krille. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Angriff. Sie ist in der hinteren Reihe. Geil. Kann sein, dass Bartz ein bisschen sehr langsam ist. Ich meine, jeder war jetzt dran, bis auf Bartz. Dafür ist er stark. Mal was Stärkeres als das Kotetsu? Mal gucken. Eigentlich nicht, ne? Hier. Das ist aber nicht die Overworld-Mucke, ne, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die sich anhört von der neuen Overworld. Ich weiß, wir haben gerade gespeichert, aber man kann ja trotzdem nochmal speichern. Das ist nicht so schön. Ich komme auch, glaube ich, gar nicht mehr nach unten, oder? Nee. Was wäre denn da unten nochmal? Gar nichts, ne? Oder vielleicht doch was, keine Ahnung. Was sagen die hier in Schurgeld? Es ist ein Schloss Schurgeld? Wir verteidigen es, komme was wolle. Sagst du noch was anderes? Ich kann einfach nicht glauben, dass die Bibliothek der Vorväter weg sein soll. Einfach so.
Wenigstens konnten die meisten der Gelehrten sich rechtzeitig ins Schloss retten. Okay. Guido auch? Ah, hier sind ein paar Gelehrte. Wir sind die einzigen, die es geschafft haben, zum Schloss von Shurgate zurückzukehren. Mit dem ist XDF daran hindern, die Kräfte dessen nicht zu erlangen. Vielleicht kann ich helfen, ich bin in der Lage, aus der Siegelschrift zu lesen. Soll ich daraus vorlesen? Nein, danke. Wenn die zwei Welten sich überlappen, dann müsste sich Kusa das Schloss der Siegel östlich von Kugel befinden. Thule war dieses Anfangsdorf, wo man zuerst mit dem Schiff hinfahren konnte. Da ist auch, apropos Schiff, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt passiert, speichere ich mal. Weil wer hat das Schiff also gesteuert? Mit uns Sid oder? Wir können den Riss zwischen den Dimensionen dort betreten, wo Schloss Tycoon gestanden hat. Das sollten wir aber nicht machen. Wir beeilen uns nicht mehr lange und Exeth besitzt die volle Kraft über das Nichts. Aber Guido hat doch gesagt, wir sind nicht stark genug, um gegen ihn bestehen zu können. Wir brauchen die 12 legendären Waffen, sie liegen im Schloss von Kusa, dem Schloss der Siegel. Kommt, lass uns keine Zeit verlieren. Dafür brauchen wir aber noch... Das ist von alleine geflogen. Oh, hier sieht es ja richtig schön aus. Diese Narren, immerzu wollten sie einen weismachen, Kraft des Nichts sei nicht zu kontrollieren. Rufe dich an, Kraft des Nichts, zeige deine wahre Gestalt. Geh hin und zerstöre alles, was deine Bahn kreuzt, zeige uns deine wahre Macht. Weise. Oh Gott. Welche Stadt war das denn? War das nicht die, die in der Nähe von Ramu? Die ganze Städte, sie werden ins Nix gezogen. Exdeath, aufhören! Als ob er auf den hört. Das war ein Wald. Der Mugri-Wald. Ich habe aus Versehen aufgestoßen, tut mir leid. Kuro-Krele, Kuro. Kuro. Welche Stadt ist das denn? Babas, Hilfe! Wer war das denn? Jemand, der Bas kannte. Auch bei der Stadt war ich nicht. Da hätte ich, glaube ich, mit dem Luftschiff mal hingekonnt. Es ist ein bisschen zu spät, ne? Wie grausam. Da auch die Hammerstadt von Bas, Lix. Dass er wirklich so weit gehen würde. Waaah! Was machst du da, Bart? Kann das nicht denken? Wir umfliegen die Welt. Ganz schnell, ganz oft. Bart, Schluss jetzt. Reiß dich zusammen. Das ist der Windpalast oder Windschrein. Was ist denn das hier? Ist das das Siegelschloss? Schloss der Siegel.
Es ist Lena, Gott sei Dank, ihr seid unverletzt. Was ist das für ein Buch? Ah, soll ich euch daraus vorlesen? Nein. Bitte, wir haben etwas Wasser von der Quelle im Windschrein mitgebracht. Oh. Hier bin ich aber viel zu früh. Schlossig plötzlich an dem Ort aufgetaucht, an dem Ex-Death weggeschlossen wurde. Die Inselschrein von Winden geküsst, vielleicht ist damit der Schrein auf der Insel im Westen von Tycoon gemeint. Im Westen von Tycoon. Jenseits der Herabstürzenden Fluten, ein Wasserfall? Das war direkt über Tycoon, hat sich ein Dimensionspalast auch, Dimensionswald aufgetan. Westen von Tycoon, irgendwie. Ein Inselschrein. Wo war denn Tycoon? Ah ja, wir sind hier. Im Westen. Was ist das hier? Okay. Müsste dann hier nicht auch irgendwo Schloss Baal sein? Genau, und hier müsste die Brücke, die... Ah, okay. Das ist, glaube ich, der Schrein, wo wir sogar hin müssen. Ich weiß nur nicht, was das hier ist. Ist das der Nordberg? Aber der stand ja ein bisschen woanders. Ja, das ist Quell. Winterhintal, aber das sieht komplett anders aus. Ja, allgemein sehen die ganzen Felsen anders aus. Also, es hat. Ich weiß nicht wieso, aber es hat sich nicht gemischt, dass die Felsen so aussehen wie auf. Von Kribes Welt und teilweise von der Welt von. Bards. Müsste hier nicht irgendwo das Schloss von Ex-Death sein? Eigentlich. No, nee, das war nicht so geplant, mein Freund. Was ist das? Der Riss. Komm nicht dagegen an, wir werden hineingezogen. Gut so, genau dort wollen wir hin. Muss ich neu laden? Kann ich einfach wegfliegen? Danke. Ich habe vergessen, dass ich da nicht drüber fliegen darf. Hier zu dem Schrein wollen wir. Landen wir mal hier. Die Höhle ist auch weg. Die gute Gill-Höhle. Höhle. Habe ich Höhe gesagt oder Hölle oder sowas? Keine Ahnung. Ist auch schon spät. Kann man ja nie hin. Inselschrein. Und wieder Gegner. Wieder die Gargoyles. Aber diesmal kriegen wir sie ein bisschen besser besiegt. Was, ich habe vergessen, was deren Schwäche war. Was man hier scan. Oder vielleicht ist ihre Schwäche diesmal anders. Level 33, 5000 KP. Ich ruf mal Titan. Ich hätte auch Golem mal rufen können, ne? Nehme ich überhaupt auf? Also noch auf. Ja, ist alles in besser Ordnung. Ich ruf mal Golem. Eigentlich wollte ich hier gar nicht rein. Ich wollte nur gucken, ob die Tür aufgeht. Aber dann habe ich vergessen, dass die Viecher ja wach wären.
Hier bin ich gern. Komm, Bart, zau noch mal drauf. Tot? Tot. Weil man hat wirklich schon mal dieses kleine Zeitfenster, wenn der andere tot ist, kann man den anderen besiegen. Verborgen in einem Inselschrein waren die Schüsse im Winde über einen der Tafel. Über eine der Tafeln. Nee, aber irgendwie hätte ich nur Bock, aber ich bin hier schon fast 3 Stunden hier am Hantieren. Ich habe auch so langsam. Also, es ist auch spät, ich habe Hunger. Es ist spät. Und das Ding ist, ich würde ja weitermachen, aber ich weiß, dass ich mittendrin aufhören werde, wenn ich jetzt weitermache, weil ich so müde bin. Oder zumindest das Verlangen habe, aufzuhören, und dann werde ich mich selber dadurch prügeln, eben nicht weiter, nicht aufzuhören und weiterzumachen. Deswegen höre ich jetzt auf. Guck mal, wie die Party da noch aussah. Das ist der letzte Safe mit Galuf. Tut schon irgendwie im Herzen weh, ne? Aber ich muss Safety Safe machen, sonst. Ich meine, ich hätte auch ein anderes Safe machen können. Aber ganz ehrlich, es ist im Endeffekt dann immer noch ein Videospiel und einfach nur Safe Slot. Also, ihn interessiert's. Im Endeffekt. Oder? Oder erzähle ich jetzt gerade Quatsch? Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.